Ja, wir bekommen eine neue Nashornkuh, die wird rund 1,5 Tonnen wiegen und das heißt, das ist logistisch nicht so einfach. Die kommt aus Hodenhagen, das ist in der Nähe von Hannover, wurde hier jetzt mit einem großen LKW hierher gebracht. Jetzt braucht sie ein bisschen Logistik, dass man diese große Kiste mit einem Kran in die Nähe des Stalls bringt und sie dann rausgeht und dann sich langsam an unsere mit unseren Nashornkühen anfreundet. Wir haben hier da zwei Weibchen und einen Bullen und damit ist unsere Nashorngruppe wieder komplett. Nashörner sind sehr stark vom Aussterben bedroht, sie sind gefährdet, sind in Afrika zu Hause. Das nördliche Nashorn, Breitmaulnashorn, ist bereits ausgestorben. Das gibt es nur mal 2 Exemplare. Das südliche Breitmaulnashorn gibt es da ca. 10.000 Stück. Daher ist jeder Nachwuchs ganz wichtig und ganz essentiell. Und daher ist es auch wichtig, dass wir hoffentlich wieder mal Nachwuchs haben. Jetzt in Salzburg zumindest, wir haben natürlich ein ganz anderes Klima wie in Afrika. Da muss man sich ein bisschen einstellen drauf. Vorwiegend im Winter ist es halt so, dass die natürlich nicht immer raus können, sondern dass die auch mal im Haus drinnen bleiben müssen. Das muss man sich ein bisschen anpassen an die Witterungsverhältnisse. Also sie werden teilweise eingeschmiert bei den Füßen, sie kriegen Schlammpackungen gegen die Austrocknung der Haut. Und das ist natürlich bei so großen Tieren immer eine Herausforderung, dass man das auch so sicher wie möglich macht.